Freunde, etwas Schlimmes passiert. Luca wird gefangen gehalten. Und unten links sieht ihr einen Counter, wenn der abläuft. Ja, Mann, dann explodiert es. Dann ist es vorbei mit Luca. Wir müssen irgendwie Luca retten. Ja, Freunde, wir müssen irgendwie Luca retten. Der wird da gefangen genommen. Da ist TNT. Warte, ich zeige es euch. Ja, ich zeige es euch, Freunde. Und wir haben nicht viel Zeit. Unten links ist der Counter. Und wenn der vorbei ist, dann explodiert hier alles. Und einen Moment. Da, da liegt Luca, Freunde. Was sollen wir tun? Okay, warte, Andy, chill, chill. Wir müssen wieder zurück, wir haben nichts. Ja, Mann, lass mal was holen, Alter. Wir müssen Luca befreien. Freunde, let's go, Alter. Dieses Video wird sehr spannend, denn wir haben nicht sehr viel Zeit. Wir sind unter Zeitdruck, das hatten wir noch nie, Freunde. Also lass jetzt schon mal ein Like da. Ich würde mal sagen, ich hole schon mal ein bisschen Holz hier. Vielleicht können wir ja damit was anrichten, Freunde. Let's go, let's go. Und hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Dandy. Vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Lasst einen Daumen nach oben da, also ein Like und schreibt einen süßen Kommentar, dann blende ich dich eventuell im nächsten Video ein und abonniert natürlich Andy, Freunde. Ja, Mann, abonniert meinen Kanal. Ja, Freunde, also wir haben jetzt hier... Okay, so Andy, ich habe jetzt ein Schwert gemacht. Wartet du hier. Ich mache noch ein Boot. Ich gehe jetzt und versuche mal was zu machen, weil wir haben nicht viel Zeit. Wenn wir es in der Zeit nicht schaffen, Freunde, Luca zu befreien, dann war's das mit Luca. Dann wird es immer wieder Videos mit Luca geben und das wäre nicht sehr gut. So, ich habe jetzt ein Boot gecraftet, Freunde. Let's go. Mal gucken, ob wir jetzt so damit Luca befreien können. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Oh, ich habe auch keine Atmung. Oh nein. Ey, was willst du hier, Eindringling? Ich will Luca befreien. Ey. Niemals. Oh, der macht viel zu viel Schaden. Das ist nur einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Wir werden niemals mit einem Holzschwert hier ankommen. Ey, geh weg. Oder ich rufe meine Kollegen. Okay, okay, ich gehe ja schon. Oh Gott, ich gehe ja schon. Ich bin viel zu schwach, Freunde. Oh mein Gott. Ich kann nichts anrichten, Freunde. Mist, Luca, halte durch. Das sind zu viele. So, gehen wir wieder zurück zu Andy. Ey, Mama, warum bist du zurück? Wo ist Luca? Das sind zu viele, wie soll ich die besiegen? Ey, du hättest die einfach besiegen sollen. Aber nicht mit dem Holzschwert und außerdem habe ich keine Atmung. Ich brauche einen Unterwasseratmungstrank. Ein Unterwasseratmungstrank, wo sollen wir den denn jetzt herkriegen? Hm, Freunde, eventuell hat ja Merlin einen Trank. Vielleicht ist der in der Stadt. Merlin, der alte Knacker. Genau, Freunde, wir müssen uns beeilen. Der alte Knacker, vielleicht hat ja Merlin einen Trank für uns, damit wir unter Wasser atmen können. Das wäre schon mal sehr, sehr gut, Freunde, weil da waren auf jeden Fall irgendwie so 13 Gegner oder so und die hatten richtig viel Leben, irgendwie 100 Leben oder so. Und da muss man die ganze Zeit unter Wasser atmen können, Freunde. Und deswegen brauchen wir einen Unterwassertrank. Du weißt schon, dass er den nicht kostenlos geben wird, oder? Oh nein, Merlin, Freunde, der wird den uns nicht einfach so geben. Der wird bestimmt wieder so eine Bedingung aufstellen. Genau, irgendwie so ein Date oder so will er wieder haben. Und das letzte Date hast du nicht eingehalten. Der wird richtig stinksauer sein. Oh, stimmt, Freunde. Das letzte Date haben wir nicht eingehalten. Was wir ihm versprochen haben. Okay, wir sind am Hafen. Let's go. Aber hoffentlich ist Merlin da, Freunde. Oh, mein Gott. So? Er ist nicht da. Mist, Mann. Guck mal richtig. Oh, Mann. Hoffentlich finden die mich nicht. Ah, Merlin, da bist du ja. Andy, kommst du rein? Du weißt, Mann, Alter, ich finde, der ist verrückt. Ich habe keinen Bock, mit dem zu reden. Mach du das. Okay, hallo, Merlin. Was gibt's denn so Dringendes? Wir brauchen einen Unterwassertrank, weil wir müssen Luca befragen. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, wie du vielleicht unten links sehen kannst. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht dein Problem? Komm schon, Merlin. Bitte, ich kann dir auch irgendwie einen Gefallen tun oder so. Naja, das letzte Date, was du mir versprochen hast, hast du nicht eingehalten. Ja, die eine hatte halt keine Zeit, die ich dir versprochen habe, aber diesmal wirklich. Versprochen? Ja, versprochen. Okay, hier. In diesen Sachen kannst du einen Unterwassertrank brauen. Redstone, Netherwarze, ein Braustand... Pufferfisch und Glas. Okay, Merlin, vielen, vielen Dank. Komm mit, Andy. Oh Mann, Alter. Wir haben ein paar Sachen bekommen. Hast du schon mal einen Trank gebraut? Ey, Mann, keine Ahnung, Alter, wie das geht. Ich dachte, du weißt, wie das geht. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben
eine Gläser bekommen. Moment. Wir können diese Gläser, glaube ich, mit Wasser füllen. So. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, da haben wir schon mal was. Ein Pufferfisch, Netherwarze, Redstone und ein Braustand. Aber für den Braustand, damit der funktioniert, brauchen wir Blaze Powder. Wo kriegen wir das denn jetzt her? Müssen wir jetzt hier in den Laden gehen oder wie? Oh Mann, Alter. So. Hier haben wir nix. Wo ist Andy wieder? Ah, egal. So, ich kaufe mir das mal eben kurz. So. Blaze Powder. Das macht drei Diamanten. Drei Diamanten? Das ist viel zu teuer. Oh mein Gott, aber wir müssen Luca befreien, Freunde. Deswegen 1, 2, 3, let's go. Die hat mir gerade Andy gegeben. Ey, gib mir meine Diamanten wieder zurück. Das war voll teuer, ne? Alter, was? Drei Diamanten war das? Oh mein Gott. Okay, doki. Jetzt brauchen wir nur noch einen Ort, wo wir das brauen können. Und zwar bei uns zu Hause, Freunde. Da werden wir das Ganze jetzt brauen. Let's go. Wir müssen Luca befreien. Bleibt bis zum Schluss dran, Freunde. Oh mein Gott. Wir haben echt nicht viel Zeit. Ah, ich habe eine Idee, Freunde. Wir können den Professor fragen. Der weiß bestimmt, wie man das Ganze hier braut. So. Let's go. Und... Autsch. Hallo, Professor Rubenstein. Hallo, Dandy. Was kann ich für dich tun? Also, ich habe hier einen Braustand, wie du hier vielleicht siehst. Und ich muss einen Unterwassertrank brauen. Was muss ich tun? Also, du tust jetzt mal Blaze Powder da rein. Okay, Blaze Powder ist drin. Dann tust du unten die Gläser rein. Okay, dann tun wir unten die Gläser rein. Und jetzt tust du oben eine Netherwarze rein. Eine Netherwarze, okay. Perfekt, dann warten wir. Wir können uns auch gleich direkt schon mal ausrüsten, Freunde. So, lasst, wenn ihr bisher geschaut habt, auf dem Video ein Like da, also einen Daumen nach oben. Und schreibt in die Kommentare, Team Dandy. So. Mal gucken, was jetzt hier passiert, Freunde. Genau, jetzt hast du einen Awkward Potion. Und jetzt tust du einfach oben einen Pufferfisch rein. Einen Pufferfisch, da hat uns auf jeden Fall Merlin viele gegeben. So, perfekt. Ich ziehe mir schon mal hier, die Rüstung an. Let's go. Okay, das scheint wohl die Fähigkeit zu sein. Ich habe mich auch ausgerüstet. Andy hat sich auch ausgerüstet und... Aber es hält nur 3 Minuten. Genau. Dann tust du einfach Redstone oben, dann hält das 8 Minuten. Okay, doki, Freunde. Nochmal Redstone rein, dann wird das 8 Minuten halten, aber es sollte mehr als ausreichen, um Luca zu befreien. So, wir haben nicht mehr viel Zeit, Freunde, wir müssen uns beeilen. Los, beeil dich, mein Alter, das geht gleich hoch, das TNT. Oh ja, und dann ist Luca... Futsch! So, gib uns die Tränke. Potion of Water Breathing. Nice, vielen Dank. So, dann nehme ich mir mal die Peng Pengs. Nice, wir haben sogar heute richtig starke dabei. Let's go, Andy. Ab nach oben, ab zu Luca, Freunde. Let's go. Okay, Freunde, let's go. Andy, willst du hier bleiben oder willst du mitmachen? Ey, ich will natürlich mithelfen, Mann, Alter. Sonst hätte ich auch den ganzen Tag zu Hause bleiben können. Stimmt eigentlich. So, Unterwasseratmung ist am Start. Yeah. Okay, Freunde, wir können unter Wasser atmen. Komm mit, Andy. Oh, ist einfach ein Papagei. Let's go. Dann wollen wir mal Luca befreien. Eindringlinge, Eindringlinge. Alter, diese Tesla gar nicht so stark. Weg mit dir. Und, boah, ist sie stark. Oh mein Gott, Freunde. Ey, ich komme. Und zack, easy. Luca, wir befreien dich. Zack, bam. Oh mein Gott. Aber die respawnen, oder? Ey, wir müssen es beeilen. Und zack. Oh mein Gott, ich glaube, die respawnen, Freunde, oder? Kann das sein? Und weg mit dir! Und... Komm, Luca, steh auf! Hilfe, Hilfe! Ja, steh auf! Okay, hier, ein Kugelfisch. Jetzt komm! Oh mein Gott, die sind wieder gespawnt. Okay, okay. Ich mach uns den Weg frei. Oh mein Gott, komm mit, Luca! Ich schwimme nach oben! Okay! Ich mach hier alles frei. Ja, Mann, let's go, ab, weg hier. Komm mit, wo ist Luca? Ich komme. Komm mit. Oh mein
Gott, Freunde, wir haben tatsächlich Luca befreit. Vielen, vielen Dank. In ein paar Sekunden wäre das TNT sonst hochgegangen, oder bin ich? Oh mein Gott, Freunde, das war eine knappe Geschichte. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, vor allem mit Luca und Andy natürlich, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!